Ja, also wir haben, Friedrich, du hast vorhin auch von den Begrifflichkeiten gesprochen, von der Gefahr, dass diese Begrifflichkeiten, wir reden jetzt von der regenerativen Landwirtschaft, missbraucht werden könnte. Ist natürlich schwierig, so etwas wirklich zu definieren. Und es gibt verschiedene Interpretationen immer für jeden Begriff. Und das gilt nicht nur für die regenerative Landwirtschaft, das kennen wir auch beim Begriff der Permakultur. Permakultur ist sehr, sehr unterschiedlich, also der Begriff der Permakultur ist sehr, sehr unterschiedlich verwendet. Wir haben jemand hier, den Dario Principi, der uns da ein bisschen Aufklärung bringt. Er wird uns über die Permakultur erzählen und er wird uns auch darüber erzählen, dass die Permakultur in der Landwirtschaft durchaus einen Platz hat, zum Beispiel als Planungsinstrument. Dario Principi ist Landwirt und Agronom und er arbeitet im Inforama in Zollikofen als Dozent für Pflanzenbau und er forscht. Und er betreibt in seiner Tätigkeit, in seiner Freizeit die Permakultur und arbeitet auch in solidarischer Landwirtschaft. Sein Anliegen ist die Verbindung von Ökologie, der Ökonomie und der sozialen Nachhaltigkeit. Dario, herzlich willkommen, dass du zu uns herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Natürlich herzlich willkommen auch. Du hast die Bühne frei. Gut, ich hoffe, ihr hört mich. Ja, danke mal für diese wunderbaren Grußworte. Genau, das ist eigentlich sehr gut zusammengefasst, wer ich bin und was mich beschäftigt und für was ich mich einsetze. Genau. Vielleicht, ich habe gedacht, als Start noch für meinen Input, wir sind jetzt schon fast 2,5 Stunden hier. Denkt vielleicht mal dran, man sagt ja mit den Augen, wenn man die ganze Zeit nur auf den Bildschirm schaut, ist nichts gut für die Augen. Denkt vielleicht mal dran, ein bisschen am Bildschirm vorbeizuschauen oder mal aus dem Fenster zwischendurch, wenn ihr die Augen losreißen könnt von meiner Präsentation. Also das dürft ihr durchaus auch. Ich teile auch meinen Bildschirm. Ja, jetzt habe ich hier, genau. Gut. Okay, genau, Permakultur, hast du sehr gut gesagt, Alex, ist sehr auch ein diverses Thema, ein Thema, genau, was sehr unterschiedlich verstanden wird, wo eigentlich jeder seine eigene Definition hat. Und ich denke, das ist aber auch genau gut so. Also ich denke, gerade jetzt bei der Permakultur ist es auch richtig, dass jeder eben seinen eigenen Weg findet. Ich werde da auch noch eben Verschiedenes dazu sagen und eben, wie du auch richtig gesagt hast, Permakultur ist wirklich in erster Linie ein Planungsinstrument. Also es darf auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen in der Permakultur. Ich werde dann schon ein bisschen die Rahmenbedingungen noch erzählen, aber sie sind wirklich sehr offen in der Permakultur und ich denke, das ist sehr wichtig. Hier übrigens auf dem Titelbild findet man meine Fläche. Meine Permakulturfläche ist im Moment noch eine kleine. Ich sage dann später auch noch mehr dazu. Hier ganz frisch im Umsetzungsjahr sozusagen. Gut, zum Ablauf der Präsentation nur ganz kurz, einfach als Überblick. Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen, obwohl ich fast weniger habe, als Alex gesagt hat. Dann ein bisschen etwas über die Herkunft der Permakultur. Dann ein paar Planungsinstrumente der Permakultur möchte ich gern vorstellen. Dann etwas über Permakultur in der Landwirtschaft. Also es geht allgemein, mir ist das sehr wichtig, ich bin Landwirt, ich bin tätig in der Landwirtschaft. Das heißt, es geht immer ein bisschen um Permakultur in der Landwirtschaft und trotzdem dann noch so ein paar Beispiele auch, was das eben sein könnte. Und dann, sehr gut, auch da bereits, wie eben die Einleitung hat sehr gut gepasst, möchte ich auch eigentlich etwas erzählen über die Nachhaltigkeit von Permakultur und da eben über eigentlich die drei Säulen der Nachhaltigkeit, über die ökologische, die soziale und eben auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, was natürlich besonders spannend ist im Bereich der Permakultur. Und zum Schluss noch etwas über den Permakulturflächencode 725. Seit dem Jahr 2020 kann man in der Schweiz Permakulturflächen anmelden, offiziell.
um auch Direktzahlungen zu bekommen und so weiter. Und da möchte ich auch noch ein Wort dazu sagen. Ich werde überall versuchen, mit Beispielen zu arbeiten. Also wirklich, wenn ich dann ein Planungsinstrument vorstelle, auch wiederum ein Projekt vorstellen, wo ich diese Planungsinstrumente angewendet habe, einfach immer, um ein bisschen auch zu erklären, den Praxisbezug herzustellen, werde ich immer wieder ein paar Beispiele bringen, Beispielprojekte. Gut, kurze Vorstellung, wie gesagt, eben, ich bin Landwirt, ich habe 2015 meine Lehre abgeschlossen, habe anschließend Agronomie studiert in Zollikofen an der Havel, Schwerpunkt Pflanzenwissenschaften und auch noch im Bereich Unterricht und Beratung eine Weiterbildung. Seit 2020 bin ich am Inforama als Lehrperson 70% und mache im Moment noch ein Teilzeit-Masterstudium, was sehr wichtig für mich ist. Einerseits ist es viel, so alles nebeneinander, aber es gibt mir die Möglichkeit, sehr viel noch in diesem Bereich Permakultur zu machen. Ab nächstem Jahr werde ich auch am Inforama Permakulturberatungen anbieten können. Also auch da, wenn wir im Kanton Bern, vor allem insbesondere die im Kanton Bern zu Hause sind, ist das vielleicht auch ein Angebot. Ich wohne im Kanton Solothurn in Lösslingen, das ist direkt neben der Stadt Solothurn an der Aare. Und privat, ich habe eine Familie, habe zwei Kinder, das ist mir sehr wichtig. Und dann schon halt noch eben Permakultur, auch so das praktische Permakultur, das mache ich als Hobby noch nebenbei so ein bisschen. Gut. Etwas zur Permakulturherkunft, da nur ganz grob. Permakultur, der Begriff wurde eigentlich definiert oder vor allem so erstmals verwendet von Bill Mollison und David Holmgren. Das sind beides Australier, die haben zusammengearbeitet an der Universität von Tansania. Eigentlich Bill Mollison war, soweit ich weiß, Dozent und David Holmgren war Student. Und die haben dann zusammen ein erstes Buch über Permakultur herausgebracht, das war 1978. Der Grund, warum das, also der Grund, es war halt einfach so, dass die in Australien gelebt haben, aber es ist durchaus so, in Australien hat man schon sehr früh wirklich die Umweltauswirkungen und allgemein Auswirkungen aufs Ökosystem einer industriellen Landwirtschaft gesehen. Sehr viel Extremwetterverhältnisse, Dürren, Wasserprobleme dann wiederum zu viel. Biodiversität, Schädlinge und haben da eigentlich schon sehr früh, also eben 1978, das war schon noch eine andere Zeit, aber haben schon da wirklich gemerkt, wir müssen etwas ändern in unserer landwirtschaftlichen Praxis und haben dann eben diesen Permakulturansatz da ein erstes Mal beschrieben. Wichtig ist mir da auch wirklich, Permakultur ist eigentlich ein Ansatz für die Landwirtschaft, also es ist wirklich, es ist für die Landwirtschaft. Und eigentlich natürlich auch anwendbar auf verschiedene Lebensbereiche, auch auf den Privatgarten, aber eigentlich ursprünglich ist es ein Landwirtschaftsansatz, ein landwirtschaftlicher Ansatz. Es gab dann auch den alternativen Nobelpreis für Bill Mollison und natürlich verschiedene andere Sachen. Bill Mollison ist mittlerweile gestorben, David Holmgren ist immer noch tätig im Bereich Permakultur. Was ist Permakultur? Eben da einfach ein paar Zitate, ein paar Begriffe, um das ein bisschen zu einzugrenzen, obwohl das noch sehr grob ist hier. Wie gesagt, Permakultur ist wirklich ein Planungsinstrument. Also es hilft uns eigentlich, eine Fläche, eine Umgebung, einen Standort zu analysieren, da herauszufinden, was ist auf diesem Standort, was ist auch das Spezielle, das Besondere an diesem Standort. Und darauf dann eine Nutzung aufzubauen. Also es ist wirklich eine Planung. Bill Mollison hat dann einmal gesagt, Permakultur ist das Schaffen von kleinen Paradiesen hier auf der Erde. Ich finde das schon auch wichtig. Es hat eben auch diesen Ansatz, ich fand das auch sehr schön bei Adrian mit dem Adam und Eva, dem Start da. Und eben, ich finde durchaus eben so dieses Paradies, dass man da das nicht aus den Augen verliert, dass wir doch hier eigentlich im Paradies leben und dass Permakultur da eben auch ein Ansatz ist, um das ein bisschen auf die Erde zu bringen. Dann frei nach Toni Küchler, ist auch sehr engagiert in der Permakulturbewegung in der Schweiz. Der hat gesagt, Permakultur ist das bewusste Gestalten der Schnittstellen zwischen Menschen und der Natur. Also wir haben ja überall Schnittstellen mit der Natur, dass wir die wirklich gestalten und eigentlich so gestalten, dass es beiden gut geht am Schluss, oder? Also damit es dem Mensch gut geht und der Natur.
Und dann noch ein weiteres, ebenfalls ein sehr spannendes Zitat von Bill Mollison. Er sagt, Permakultur ist das bewusste Gestalten und Erhalten landwirtschaftlich produktiver Ökosysteme, also eben dieser Ökosystemansatz, die aber auch produktiv sein sollen. Und eben dann wichtig, welche die Vielfalt, die Dauerhaftigkeit und die Selbstregulierungsfähigkeit natürlicher Ökosysteme aufweisen. Also er nimmt immer wieder Bezug zu den natürlichen Ökosystemen, zum Beispiel ein Laubwald in der Schweiz, oder ein Regenwald in den Tropen, die extrem dauerhaft sind, eine Riesenvielfalt haben und eben auch sehr eine große Selbstregulierungsfähigkeit. Und das Gleiche gilt natürlich, ich rede jetzt mehr über den Boden, das Gleiche gilt eben auch unter dem Boden, wie wir jetzt ganz viel gehört haben in den vorherigen Vorträgen. Also es geht wirklich um die Vielfalt, um die Stabilität und auch um die Selbstregulierung dieser Systeme. Was ist Permakultur ein bisschen, sagen wir mal, praktischer? Eben sind das wirklich standortangepasste und ressourcenschonende Bewirtschaftungssysteme und eben für alle Klima- und Anbauzonen. Und eben insbesondere manchmal habe ich das Gefühl, Permakultur wirklich auch eigentlich ein Problemstandort-Lösungsansatz. Also nasse Standorte, trockene Standorte, steinige Standorte, was auch immer. Also ich habe manchmal das Gefühl, insbesondere für schwierige Orte, ist Permakultur wirklich, hat das ganz, ganz spannende Ansätze parat. Verschiedene Aspekte, eben ein wichtiger Punkt ist sicher diese Mehrjährigkeit, eben Permakultur, kommt ja von Permanent Agriculture und heißt eben eigentlich dauerhafte Landwirtschaft, geht dann auch wieder Richtung regenerative Landwirtschaft, hey, also von den Begrifflichkeiten ist da sehr spannend. Und eben aber trotzdem in der Permakultur durchaus eben diese mehrjährigen Pflanzen im System, sind wichtig. Dann eine hohe Diversität, einerseits Pflanzen, andererseits auch Strukturelemente, die sehr wichtig sind, Biodiversitätselemente in der Permakultur. Diese Selbstregulation, die wir schon gesagt haben, natürliche Prozesse, natürliche Schädlingsregulierungen und so weiter versuchen zu fördern. Die Sukzession, ebenfalls bereits angesprochen bei Adrian, also dieser Aufbau von Ökosystemen, die verändern sich auch. Und das wird wirklich auch gefördert. Das ist ein Anbausystem, ein Permakultursystem darf sich auch verändern. Es darf sich weiterentwickeln. Und ich denke, das ist sehr wichtig, die dauerhafte Bodenbedeckung auch hier. Standort angepasst, haben wir oben schon ein bisschen gesagt. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Jedes Element in einem Permakultursystem hat verschiedene Funktionen. Das wird auch dann wirklich analysiert. Also das ist auch wichtig, dass man sich da Gedanken macht. Eben zum Beispiel eine Hecke hat vielleicht eine Windschutzfunktion, eine ökologische Funktion. Sie kann noch mit nutzbaren Sträuchern verbunden werden. Dann hat sie auch noch eine Produktionsfunktion und so weiter. Also wir haben verschiedenste Sachen. Ein Tier kann auch ganz unterschiedliche Funktionen haben. Spannend da, wir hatten ein Projekt mit Schweinen. Die haben eigentlich vor allem, wollten wir Fleisch produzieren, klar. Haben die draußen gehalten, die haben uns auch alle Resten gegessen. Konnten denen alles füttern. Die haben uns den Boden umgegraben. Also auch da ein einzelnes Element in einem Permakultursystem hat eigentlich immer verschiedene Funktionen. Es wird zumindest versucht. Gut, dann Planungsinstrumente. Hier ein paar Beispiele. Zuerst die ethischen Prinzipien der Permakultur. Ich würde auch sagen, das ist wie das Einzige, wo man sagen kann, also das muss man einhalten, sonst ist es nicht Permakultur. Also das ist für mich so ein bisschen die rote Linie. Ist einfach diese ethischen Grundsätze, Earth Care, also für die Erde, für die Umwelt schauen, People Care, also dass man für die Menschen schaut, dass die Menschen Essen haben, dass es denen gut geht, auch die ganze Friedensbewegung und so weiter da drin. Und Fair Share, immer mehr Bedeutung meiner Meinung nach, eben, dass man wirklich Überschüsse teilt, dass man zusammen teilt, dass man nicht Besitz akkumuliert an gewissen Stellen, sondern dass man die auch teilt mit den Menschen, mit der Natur, den Tieren und so weiter. Das sind für mich wirklich, das muss berücksichtigt werden, das ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Kann dann sehr unterschiedlich aussehen, aber ich denke, das ist sehr wichtig. Das bringt wie die Grundlage. Ein weiteres Element wäre die Zonenplanung. Zonenplanung ist eigentlich einfach ein Hilfsmittel, wo man ganz einfach einteilt einen Hof. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Hof in der Zone 0.
ganz unten einen Hof, also das Hofgebäude wäre jetzt die Zone 0, einteilt so ein bisschen in, wo bin ich oft, was ist nah von meinem Betrieb, wo kann ich eher intensiv, also pflegeintensive Kulturen anbauen und wo sind eigentlich Zonen, die vielleicht weniger gut erreichbar sind, die weiter weg sind und so weiter. Man versucht seinen Hof so ein bisschen in Anbauzonen einzuteilen. Die Größe dieser Zonen kann sehr unterschiedlich sein. Wir sehen hier zum Beispiel dann Zone 2, Gemüsegarten. Also das ist jetzt ein bisschen eben, das ist ein bisschen das Problem, Permakultur, also Problem, ist kein Problem, aber ein bisschen im Privatbereich doch sehr mehr verbreitet als in der Landwirtschaft. Deswegen steht jetzt hier Gemüsegarten und nicht Gemüseanbau oder Freilandgemüseanbau. Aber eben, das kann dann sehr unterschiedlich sein, das wollte ich sagen, mit diesen Größen der Zone. Also ein Gemüsebaubetrieb hat eine große Zone 2, werden wir auch nachher ein Beispiel sehen. Andere Betriebe, Ackerbaubetriebe, haben eine große Zone 3, Flächen, Betriebe mit viel Waldflächen haben eine große Zone 5. Also das ist sehr variabel, aber es hilft einem nachher zu entscheiden, wo mache ich welche Kultur, wo pflanze ich welche Kulturen, wo mache ich was, wo habe ich meine Tiere, wo habe ich die Tiere, wo ich jeden Tag die Eier holen muss, wo habe ich die Mutterkühe und so weiter. So ein bisschen hilft einem, das so ein bisschen einzuteilen. Die Sektorenplanung, hier dann nachher auch ein Beispiel, hier habe ich es einfach aufgeschrieben. Die Sektorenplanung bedeutet eigentlich einfach, in welchem Sektor, also das heißt, von woher wirken Kräfte ein auf meine Flächen. Also eben wie gesagt, eigentlich die Permakultur ist nur ein Instrument, um den Standort zu analysieren und herauszufinden, ja, wo mache ich jetzt am besten was. In dieser Sektorplanung werden die verschiedenen Kräfte, die auf eine Fläche einwirken, festgehalten. Dazu gehören zum Beispiel Winde. Also war ganz wichtig in einem Projekt, das ich geplant habe, dass wir sehr starken Wind haben. Wir brauchten einen Windschutz. Es kann Sonnenstrahlung sein. Woher kommt die Sonne? Das können Wasserläufe sein, Gewässer, Wildtierkorridore. Man weiß, da hat es Tiere, die müssen auch ihren Platz haben, die müssen da auch durch können. Auch sehr wichtig, Einflüsse der Umgebung, habe ich irgendwo ein Siedlungsgebiet, habe ich irgendwo ein Naturschutzgebiet und so weiter. Also, dass man da wirklich versucht, den Standort noch mal mehr zu charakterisieren. Ich habe nachher Beispiele, ich gehe sie zuerst durch. Und am Schluss noch die Permakulturprinzipien, also auch so als Planungsinstrument, ist dann wiederum ein großes Thema. Es sind 12 Permakulturprinzipien, gibt verschiedenste auch Auslegungen und Anschauungsweisen. Es sind wirklich einfach dann Hilfsmittel, ein System zu planen. Und man kann da wirklich tiefer rein und weniger tief rein. Man sieht da zum Beispiel rechts, also jetzt auf Englisch, habe ich gar nicht gesehen, obtain a yield, also dass man einen Ertrag erwirtschaftet, auch in einem Permakultursystem. Dass man keinen Müll produziert und man versucht, einen Kreislauf zu haben und nicht irgendwie Ressourcen auf den Hof und vom Hof weg zu bringen. Natürlich, man kann nicht immer alles vermeiden, aber in die Richtung kann man arbeiten. Diversität nutzen, dann sicher auch ein sehr wichtiger, da der mit der Schnecke, use small and slow solutions, also dass man wirklich nicht einfach sagt, ich will jetzt das so und dann holt man den Bagger und macht irgendwelche Riesensachen und irgendwann 2 Jahre später merkt man, hups, war doch die falsche Idee und macht wieder alles rückgängig, dass man wirklich versucht, eher in kleinen Schritten und in vor allem auch langsamen Schritten zu arbeiten und so auch wirklich Ressourcen zu schonen und eher die Natur mitarbeiten zu lassen, als dass man als Mensch sehr viel dann aktiv gestaltet. Kann schon auch zweimal, aber dass man es dann auch gut überlegt und gut planen. Gut, dann möchte ich gern ein Projekt vorstellen und daran dann auch noch die Permakulturprinzip, diese Permakulturplanungsinstrumente ein bisschen erläutern. Das war mein Bachelorarbeitsprojekt. Ich habe dort eine Permakulturfläche geplant und umgesetzt, einer Genossenschaft. Und da war natürlich sehr wichtig, auch die Bedürfnisse aufnehmen der Leute, die da mitarbeiten. Und ich denke, das ist sowieso immer der erste Schritt. Also ich habe jetzt diese Planungshilfsmittel, Planungsinstrumente vorgestellt, aber eigentlich sehr wichtig ist wirklich auch, wer
ist auf diesem Hof, wer muss da leben, wer muss da arbeiten und was wollen diese Leute? Das kann total unterschiedlich sein, das darf unterschiedlich sein. Und ich denke, das ist wieder die Grundlage dann auch für jede Planung. Seine Genossenschaft hat 120 Mitglieder, alle Altersgruppen. Wir haben sehr junge Leute, dann so, ich zähle mich schon nicht mehr ganz zu den Jungen, so in meinem Alter und natürlich auch Ältere, auch Rentner und so weiter. In diesem Projekt vor allem soziale und ökologische Aspekte wichtig, wirtschaftlich jetzt weniger, weil es halt wirklich sehr solidarisch ist. Die Mitglieder sind Eigentümer, sie sind Produzenten, sie arbeiten also auch mit auf dem Feld und sie sind dann auch Konsumenten, also konsumieren die Produkte auch direkt. Es ist ein kleiner Betrieb, 2,5 Hektar Gemüse, Obst und Beerenanbau und 2 Hektar Wald. Seht da sozusagen ein bisschen das Ergebnis meiner Planung. Ich komme dann nachher noch drauf. Zuerst ist diese Zonenplanung. Ihr seht hier eben jetzt für diesen Betrieb speziell normalerweise auf einem Ackerbaubetrieb wäre wahrscheinlich eher die Zone 1 relativ klein, die Zone 2, 3 größer. Hier war es jetzt so, dass ich eigentlich eben, wir haben sehr viel Gemüse, sehr viel intensiven Gemüsebau. Also intensiv heißt einfach, ja, intensiv für den Boden, für die Flächennutzung war intensiv, nicht unbedingt der Spritzmitteleinsatz oder so. Aber intensive Nutzung und dann eigentlich sieht man die Zone 2, aber ich wirklich so ein bisschen auch definiert, wo sind die Leute, wo ist man täglich, wo ist man nur vielleicht alle 2 bis 3 Tage, Tage und wo ist man nur selten. Dann zum Beispiel die Zone 5, da, das ist so ein Hang, sehr trocken, eine schöne Biodiversitätswiese, da ist man selten, da ist man alle paar Wochen mal, oder? Und dass man dann wirklich auch ein bisschen die Elemente dann so anordnet, dass sie an der richtigen Stelle liegen. An diesem Hang machen wir kein Gemüse. Also das ist vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel, aber auch in der Zone 4 haben wir kein Gemüse mehr gemacht, sondern da sind dann Wiesen und Streuobstbäume. Also so ein bisschen versucht, das ein bisschen einzuteilen. Das Zweite ist dann die Sektorenplanung, auch hier als Beispiel. Eben, wir haben hier ganz wichtig, von links und rechts haben wir sehr starke Winde. Wir haben wirklich sehr starke Winde im Sommer. Austrocknen, der Boden ist ausgetrocknet, es fliegt einem das Zeug zum Teil alles weg. Wir haben auch fast ein bisschen sturmmäßig, zum Teil auch ein bisschen Sturmschäden dann von Westen her. Und da wollten wir einfach irgendwie einen Schutz vor diesem Wind haben, das war ganz wichtig. Im Norden der Fläche haben wir ein Naturschutzgebiet und einen Bachlauf, also sehr wichtig, da auch diesen Transfer zu ermöglichen, Biodiversität, vielleicht auch mal ein Wiesel, was dann die Mäuse reguliert oder irgend so etwas, einfach, dass man das im Blick hat. Aha, das ist eine Ressource eigentlich von unserer Fläche. Und dann wiederum speziell diese Fläche im Dorfe, gerade an einer Straße, einer viel befahrenen Straße, Verkehrslärm, der immer auf die Fläche kam, eben bei einem genossenschaftlichen Projekt natürlich noch wichtig. Biodiversität eher schwierige für einen Igel oder für ein Insekt da über diese eine Barriere oder darüber zu kommen, dass man auch das ein bisschen im Blick hat. Das ist einfach ein Beispiel, das kann sehr anders aussehen. Die Sonne ist jetzt hier nicht eingezeichnet, wir haben keinen Bachlauf auf unserer Fläche, also eigentlich eine relativ homogene, ein bisschen langweilige Fläche. Deswegen sage ich auch, die Permakultur ist wirklich besonders interessant auf Flächen, die speziell sind, die besonders sind, die vielleicht eine vernässte Stelle haben, eine trockene Stelle, die einen Hang haben und so weiter. Sehr spannend, dann da solche Analysen zu machen. Dann Permakultur in der Landwirtschaft. Einfach hier auch ein paar Beispiele, um einfach auch ein bisschen das Mindset aufzumachen, ein bisschen weiterzudenken. Eben Permakultur habe ich hier auch nochmal drauf, ist ein Planungsinstrument. Permakultur ist nicht einfach der verwilderte Privatgarten. Viele Leute, die von Permakultur gehört haben, sagen, das Hobby ist schön, ja. Ich habe es lieber gerade und ja. Aber das ist ja ein Punkt, das ist auch Permakultur, aber es muss nicht das sein. Ne? Wichtig, denke ich, ist mir auch, wenn man von Permakultur in der Landwirtschaft redet, dass man einen gesamtbetrieblichen Ansatz hat. Also es ist nicht. Man kann das machen, aber eigentlich ist Permakultur schon ein Ansatz, den man ein bisschen gesamtbetrieblich anschaut und nicht sagt, ja, hier habe ich meine Permakulturfläche und da drüben, da, ja, da interessiert mich das eigentlich wenig. Oder so, dass man wirklich versucht, den ganzen Betrieb mit einzubeziehen, Kreisläufe zu schließen auf dem Betrieb, Ressourcen zu schonen. Kommen wir auch nachher noch drauf.
Elemente in der Permakulturlandwirtschaft, eben von mir ganz klar, intensive Obst- und Gemüsekulturen gehören ganz klar in die Permakultur, werden dann halt diversifiziert, aber gehört dazu. Agroforstsysteme, wie im untersten Bild, sehr ein wichtiges Permakulturelement, um eben ihn auszudehnen, die Permakultur auszudehnen auf einen ganzen Betrieb, auch im Ackerbau. Mischkulturen, Untersaaten im Ackerbau. Natürlich eben die ganze regenerative Landwirtschaft, finde ich, ist auch ein Ansatz der Permakultur oder ist auch gehört in diesen Pott dieser alternativen, neuen, zukunftsweisenden Methoden. Waldgärten, sicher auch etwas, was am Kommen ist. Also wirklich versuchen, eben so wirklich ein Ökosystem nachzuahmen, einen Wald nachzuahmen, der aber sehr viele Nutzpflanzen enthält und wo man dann eben wirklich dann Richtung Paradies geht. Ein Wald hat, der eigentlich einem die Produkte einfach schenkt. Streuobstwiesen, sicher auch ein altes Permakulturelement. Futterhecken, wie man hier mit dieser Kuh sieht, das ist eine Hecke, die gleichzeitig vielleicht Biodiversität fördert und gleichzeitig auch genutzt werden kann durch Wiederkäuer. Dann eben auch diese gezielte Nutztierhaltung, dass man wirklich überlegt, was kann eigentlich ein Tier, was kann eine Ziege? Eine Ziege kann nicht nur Milch produzieren und Fleisch, sie kann auch eine Landschaft pflegen, sie kann auch Reste verwerten und so weiter. Schweine da sehr stark, Hühner, dass man auch überlegt, wo setze ich die Nutztiere ein? Und ich finde Nutztiere ganz klar ein zentrales, fast ein unabdingbares Element in Permakulturbetrieben. Dann, dass man aber auch Wildniszonen gestaltet. Wie ich sage, da ist wirklich auch eine Fläche, die ist wirklich, die sind eigentlich weniger für mich, die ist mehr für die Wildnis, für die Natur, Ökosystempflege, auch ganz wichtig, dieses ganze Agrarökologie-Thema. Jetzt komme ich zu diesem eigentlich so großen Unterthema. Zu Permakultur und Nachhaltigkeit. Das ist mir sehr wichtig, mir ist der Ansatz der Nachhaltigkeit sehr wichtig. Nachhaltigkeit eben auch so ein Begriff, der total missbraucht wird, oder? Jeder sagt, er ist nachhaltig und es kann auch jeder sagen, ja, ist so, ist passiert da, dass eigentlich nachhaltig nicht mehr wirklich eine Bedeutung hat, aber für mich ein sehr wichtiger Begriff, regenerativ, nachhaltig, permakulturell, dass man da das wirklich im Kopf hat, auch das, was Friedrich Wenz ja gesagt hat, mit den zukünftigen Generationen, total wichtig, oder? Also jedes System muss man da eigentlich auf die Prüfwaage legen. Für mich wichtig, es gibt verschiedene Modelle, für mich immer noch das eigentlich eines der einleuchtendsten, eben mit diesem, entspricht auch den permakulturethischen Prinzipien, die ich am Anfang gesagt habe, die Ökologie, der soziale Bereich und der wirtschaftliche Bereich, dass das funktionieren muss, dass es alle drei Dimensionen braucht, um wirklich nachhaltig zu sein. Und es gibt verschiedene Darstellungen, mir gefällt die hier auch noch, dass man eigentlich nicht nur sagt, die sind gleichwertig, was schon auch stimmt, aber dass man auch eigentlich sagen muss, eigentlich bauen sie aufeinander auf. Also die Ökologie ist eigentlich der Rahmen, eine funktionierende Welt, ein funktionierendes Ökosystem ist eigentlich die Grundlage, auch von uns als Menschen, dass wir leben können. Dann eine soziale Gerechtigkeit, ein gutes Leben, ein Leben in Würde, ein friedliches Leben, auch in Frieden, ist wie wiederum dann die Voraussetzung, dass man dann wirklich wirtschaftlich erfolgreich ist. Also ich denke doch, dass da auch eine gewisse Hierarchie drin ist, obwohl man das nicht sagen muss unbedingt so, aber ein System, was wirtschaftlich erfolgreich ist und ökologisch nicht, ist einfach schwierig. Ja. Ist einfach schwierig. Dann möchte ich so ein bisschen darauf eingehen, ja, ist jetzt Permakultur ökologisch nachhaltig? Sicher ein Punkt ist, wir versuchen ja wirklich aufgrund des Standorts eine Permakulturplanung durchzuführen und so wirklich eigentlich das mit einzubeziehen, die Umwelt in unsere Planung mit einzubeziehen. Wir haben sicher immer sehr viel ökologische Infrastrukturen in unseren Systemen. Wir haben eine hohe Diversität, in der Regel keine synthetischen Dünger und Pflanzenschutzmittel. Auch da würde ich mich Friedrich Wenz voll und ganz anschließen. Muss nicht sein, aber ist oft so. Also muss nicht sein. Ich finde, man darf auch eine Umstellungsphase haben. Man darf auch permakulturelle Ansätze in einem intensiven Ackerbaubetrieb einbringen. Das ist super, oder? Aber tendenziell ist das sicher, geht es in diese Richtung.
Und dann so das ganze Thema Nutzung von natürlichen Kreisläufen, dass wir wirklich versuchen, auch den Input zu reduzieren in Permakultursystemen. Deswegen insgesamt für mich das Gefühl doch, Permakultur ist ökologisch nachhaltig oder es wird sehr viel Wert darauf gelegt. Hier habe ich nochmal das Beispiel von der Planung dann, wie sie ausgesehen hat. Man könnte da sehr viel erzählen. Wir haben diese violetten gestrichelten Flächen, das sind einfach Gemüsebauflächen. Also da machen wir Gemüse, verschiedenste Gemüse, über 60 Gemüsearten, zum Teil auch in Mischkulturen und so. Aber da habe ich eigentlich weniger geplant, sondern ich habe mehr geplant, Strukturelemente rundherum. Zum Beispiel sieht man diese grünen Linien entlang der Fruchtfolgeflächen mit dem Gemüse. Eben, das sind Hecken, Windschutzhecken und auch ökologisch wertvolle Hecken. Und wir sehen, das sieht man schon nur von hier. Natürlich, das ist jetzt auch Gemüse, Obst, Beeren. Ja, ist auch eine gewisse Diversität möglich, aber wir sehen sehr viele Strukturen, sehr viele Bäume rundherum, Hecken rundherum. Wir haben eine sehr hohe Diversität. Wir haben sogar einen kleinen Teich. Der Teich drüben, der große, der wurde bis jetzt nicht realisiert. Deswegen nur der kleine. Und haben eigentlich da, also ökologisch muss man sagen, also wenn so unsere Landschaft aussehen würde, auch noch mit ein bisschen weniger Elementen, das wäre sicher ökologisch, biodiversitätsmäßig eine Verbesserung. Mir ist da wirklich wichtig, wir haben bei uns an der Aare, das ist die Viti, haben wir da, vielleicht kennt jemand die Viti, da bei Solothurn, Grenchen und so. Und ich bin immer sehr enttäuscht darüber, dass da keine Strukturelemente sind. Es gibt nur das, was sein muss. Also es gibt da, das ist so ein Naturschutzfördergebiet, es hat Hecken, die müssen da sein vom Kanton, es gibt ein paar Flüsse, da gibt es entlang davon Hecken. Es gibt die Bäume, die von der Gemeinde an den Kreuzungen, die da sein müssen, und sonst ist einfach nichts. Nichts. Und ich bin da immer ein bisschen enttäuscht und ich finde wirklich, man darf intensiven Ackerbau betreiben, keine Frage, aber diese Strukturelemente, also warum nicht mal irgendwo eine Hecke? Es gibt sogar Direktzahlungen. Warum nicht mal irgendwo eine Obstbaumallee? Irgend so etwas, wenn man es nicht ernten will, kann man ja ein Schild hinmachen zum Freiwilligernten mitnehmen für die ganzen Leute, die da spazieren gehen. Also es gibt so viele Möglichkeiten und es wird meiner Meinung nach zu wenig genutzt, diese mehrjährigen Strukturelemente im Ackerbaugebiet. Ganz ein wichtiger Punkt für mich. Hier sieht man ein kleiner Ausschnitt aus dem Permakultur, aus der Fläche bei uns hier, ein Obstbaum, ein junger, unterbepflanzt mit verschiedenen nutzbaren Pflanzen, Goldmelisse, Pfefferminze, Ringelblume, verschiedenen Beeren auch darum herum und gleichzeitig auch Pflanzen, die den Baum unterstützen, vitalisieren, auch Schädlinge abhalten. Hier dann der Teich, das ist jetzt natürlich, wie gesagt, ein solidarisches, ein soziales Projekt, also so muss nicht überall so aussehen, der Teich, der kann auch weniger gepflegt sein und ist ökologisch vielleicht sogar noch wertvoller, aber auch ein sehr wichtiges Element, dieses Wasser im Permakultursystem. Dann weiter, sozial nachhaltig, ist Permakultur sozial nachhaltig? Auch da würde ich sagen, Permakultur kommt dem zumindest sehr nah. Oder eben, es ist sehr wichtig, die sozialen Aspekte haben in einen hohen Stellenwert in der Permakultur. Sehr viele Projekte oder fast alle, die ich kenne, werden als Team oder als Gemeinschaft realisiert, auch auf Höfen, wo dann eher im Team gearbeitet wird, was natürlich eben wir haben in der Landwirtschaft auch das Problem über zu viel Arbeitszeit, Burnout und so weiter, Suizidrate sehr hoch. Und ich denke, da ist schon einerseits wirtschaftlicher Druck und andererseits schon auch sozial, arbeitsstundenmäßig ist da ein Druck da. Und das kann das natürlich ein bisschen entschärfen und das wird in der Permakultur sehr stark gelebt. Die Risiken der Produktion werden solidarisch getragen, dann insbesondere auch in eben solidarischen Projekten. Und ganz wichtig, denke ich, auch die Gemeinschaftsbildung ist auch ein Teil der Permakultur. Das ist auch ein Teil der Permakultur. Ethik der Permakultur, des Permakulturansatzes, dass man auch überlegt, ja, wie leben wir auch zusammen? Nicht nur, wie produzieren wir Nahrungsmittel, sondern auch, wie leben wir zusammen? Welche Wohnformen haben wir und so weiter? Wie gehen wir miteinander um? Auch da wieder Friedensbewegung, denke ich, sehr wichtig. Auch da ein Beispiel möchte ich gerne zeigen.
Das ist ein Teil meiner Masterarbeit zum Thema Permakultur. Dort baue ich einen solidarischen Permakulturgarten in Maikirch auf. Vielleicht kennt das jemand, das ist so vor Bern, ein kleines Dorf, wo wir so einen Gemeinschaftsgarten aufbauen wollen. Das ist ein Landwirt, hat auch Agronomie studiert, ich kenne von dort auch. Der stellt die Fläche zur Verfügung, stellt eine Fläche zur Verfügung, die ihm gehört. Und eigentlich die Dorfbevölkerung, das ist sehr offen, erhält dann die Möglichkeit zum Anbau von Gemüse, Obst, Beeren und Kräutern im Moment. Das Ziel ist dann auch, noch darüber hinauszugehen, dass man auch Produkte, die zum Beispiel der Landwirt produziert, direkt verkauft oder vielleicht auch eine Art Verarbeitung aufbaut und so weiter. Also, da gibt es noch sehr, sehr viel zu entwickeln. Im Moment arbeiten wir an diesem Gemeinschaftsgarten. Der aktuelle Stand ist eigentlich, dass die Grobplanung abgeschlossen ist. Das habe ich auch wiederum eine Planung gemacht, Sektorenanalyse, Zonenplanung, Umgebungsanalyse. Es hat eine sehr intensiv geführte Fläche nebendran. Es hat ein Naturschutzgebiet ein bisschen weiter weg. Es hat einen kritischen Nachbarn nebendran. Also, dass man da das wirklich auch mit einbezieht. Wir haben letzten Herbst dann in Zusammenarbeit mit der Stiftung, Permakulturstiftung in der Schweiz, Visio Permacultura, die das finanziert haben, haben wir eine Hecke gepflanzt und auch Pro Natura, muss man sagen, auch ein bisschen genau, hat auch finanziert die Hecke. 100 Meter Hecke gepflanzt und 14 Obstbäume. Und jetzt haben wir gerade gestartet in die Saison mit Arbeitstagen alle 2 Wochen. Und die Leute sind da ständig, die sind sehr engagiert. Aber ich bin da alle 2 Wochen mit ihnen. Auch da ein paar Beispiele: ein alter Obstbaum, der noch auf der Fläche war, den wir auch bepflanzt haben. Sehr spannende Flächen, diese Unterbepflanzungen der Obstbäume für mich, ganz spannend. Sehr hohe Diversität, sehr hohe Stabilität. Wir haben verschiedenste mehrjährige Pflanzen da drin und sehr pflegeleicht. Ich bin erstaunt, je mehr Diversität man hat eigentlich, also ist ein bisschen meine Beobachtung, desto pflegeleichter, oder? Weil wir einfach immer eine andere Nutzpflanze haben, die dann den Platz einnimmt, die den Boden bedeckt. Und die dann eigentlich ein Unkraut vorkommen, auch immer ein bisschen zuvorkommt. Hier eben, das ist wirklich, ich will ja über die soziale Nachhaltigkeit reden. Eben, wir haben zusammen diese Hecke gepflanzt, es waren fast 20 Leute. Natürlich super, ich finde es cool, oder einfach die Leute auf das Feld bringen, zusammenarbeiten. Das sind alles Nichtlandwirte, in der Regel auch keine Gärtner oder so. Das sind verschiedenste Leute. Aus dem Dorf, hier auch eine Familie übrigens, Vater und Kinder, ältere Kinder natürlich zusammen Obstbäume pflanzen. Und das ist jetzt diesen Frühling. Sie wollen ein Mandala machen. So eine spezielle Form für Gemüseproduktion. In der Mitte ein Steinbeet, außen dann Gemüse. Und eben der eine oder andere wird jetzt denken, ja, das ist doch nicht Landwirtschaft, das ist doch Hobby. Und ja, ist so, oder? Das ist für die meisten Leute hier, ist das Hobby, klar. Aber Sie sehen da auch den Landwirten, steht da am nächsten beim Traktor. Für den Landwirten kann das ein Betriebszweig sein, oder? Dass man da wirklich seine Fläche zur Verfügung stellt, dass man mit Maschinen unterstützt, mit der Betriebsinfrastruktur unterstützt und dann natürlich auch eine Entschädigung bekommt und je nachdem seine Produkte dann sogar noch vom Hof sonst verkaufen kann. Diese Fläche übrigens bearbeitet, er ist noch mit der Kreislecke drüber, aber bearbeitet durch die Schweine, die wir hatten auf der Fläche. Gut, dann noch ökonomisch nachhaltig ist Permakultur ökonomisch nachhaltig, ist die wirtschaftlich nachhaltig. Da kann man klar sagen, ist sicher die Dimension, die in der Permakultur wenigsten Beachtung gefunden hat bisher. Man weiß eigentlich wenig bis nichts. Ich habe da auch international gesucht. Es gibt eine Studie aus Bec-Helouin aus Frankreich, wo sie nicht darauf kommen. Ich weiß gar nicht. Ah ja, habe ich nachher auch das Resultat noch. Dass es möglich ist, aber nicht gerade extrem lukrativ. Ist oft weniger wichtig auch, weil wir freiwillige Leute haben, weil wir solidarische Organisationsformen haben. Viele etablierte Permakulturbetriebe in der Schweiz verdienen ihr Geld auch mit Kursen. Deswegen auch da schwierig zu sagen, ja, läuft das jetzt oder läuft das nicht. Und es gibt wirklich wenig bis keine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit von Permakultur. Eine gibt es, das ist die, wie gesagt, aus Frankreich, wo es eine schöne Fallstudie gibt. Dort sind sie eigentlich zum Resultat gekommen, dass man die laufenden Kosten decken kann, dass man auch Investitionen in die Betriebsinfrastruktur machen kann und trotzdem ein ausreichendes Einkommen erwirtschaften kann. Allerdings
landwirtschaftliche Löhne, Frankreich, also schon sehr tief, und also das Ausreichend ist ja knapp ausreichend. Und die Frage ist, das übertragbar in die Schweiz oder nach Deutschland auch vielleicht nicht, ist wirklich eine Fallstudie für diesen Betrieb. Trotzdem, Erfolgsfaktoren kann man sehr schön herausarbeiten. Sicher die Direktvermarktung und der Anbau von Spezialkulturen, also speziellen Kulturen, besonderen Kulturen, die man dann auch entsprechend vermarkten kann. Dann die intensive Nutzung der produktivsten Flächen. Ich höre immer wieder, aber du kannst doch nicht von Permakultur reden und dann von intensiver Nutzung. Das passt nicht. Und doch, ich muss sagen, das passt. Also wirklich, dass man eigentlich eine hohe Flächenintensität erreicht. Nicht eine Betriebsintensität, auch nicht eine Betriebsmittelintensität, aber doch gewisse Flächen dann wirklich intensiv bebaut. Das macht natürlich dann auch, dass man weniger Flächen düngen muss, weniger Flächen wässern muss, weniger Flächen jäten muss, wenn man die Flächen, wenn man da konzentriert, eigentlich die bebaut und nutzt. Dann die Ökosystemdienstleistungen, sehr wichtig. Eine ständige Verbesserung und Optimierung auch der Produktionsweise, dass man da immer beobachtet, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann auch wirklich immer optimiert. Also man plant nicht ein Permakultursystem, dann setzt man es um und dann läuft es für 30 Jahre. Das geht nicht, oder? Man muss wirklich Schritt für Schritt immer wieder beobachten, immer wieder verbessern. Das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Und dann auch der fachliche Austausch. Übrigens habe ich gar nicht gesagt, diese Erfolgsfaktoren, die sind nicht von mir, die habe ich in verschiedenen Studien rund um USA, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Indien, so verschiedenste wissenschaftliche Publikationen habe ich die so ein bisschen zusammengesucht. Gut, dann sind wir schon bald Richtung Ende. Fallstudie zur Wirtschaftlichkeit, das ist der zweite Teil meiner Masterarbeit. Ich mache eine Wirtschaftlichkeitsanalyse eines Permakultursystems in meiner Masterarbeit, die erste richtige Wirtschaftlichkeitsanalyse von Permakultur in der Schweiz. Das ist das Permakultursystem aus meiner Bachelorarbeit. Ich habe dort eine Fläche wirklich sehr stark nach Permakulturprinzipien mit sehr einer hohen Diversität geplant. Dort findet jetzt auch diese Wirtschaftlichkeitsanalyse statt. Zielparameter sicher Stundenlohn. Dann sicher wichtig, die Dauer der Systementwicklungsphase. Man geht eigentlich davon aus, dass in Permakultursystemen, vor allem dann, wenn es Richtung Waldgärten geht oder auch sonst mehrjährige Strukturen, dass man natürlich nicht vom ersten Jahr den vollen Ertrag hat. Also dass man da wirklich auch aufbauend arbeiten muss, ist wie beim Boden in der regenerativen Landwirtschaft und da auch eben überirdisch natürlich, das muss wachsen, das muss sich zuerst entwickeln. Dann auch, wir machen das sehr genau, welches Element erbringt wie viel Ertrag in welchem Jahr, das wird sehr genau untersucht. Das heißt auch, welche Elemente brauchen viel Investitionen und welche Elemente bringen schnell Ertrag, dass man dann auch Empfehlungen machen kann. Ja, mach das und das, das ist langfristig, ist eine Investition und dieses Element kannst du nutzen, um dann möglichst schnell auch etwas zu verkaufen, dass du nicht zu lange investieren musst. Sind sehr grobe Ergebnisse, ist mir ganz wichtig. Das sind die ersten Ergebnisse von 2021. Es ist eine kleine Fläche, es sind nur 10 Ahren. Hä? Ist aber meiner Meinung, das ist immer die Frage dann, ist es skalierbar auf größere Flächen? Von mir aus gesehen, ja. Ich habe sogar das Gefühl, es ist einfacher auf größeren Flächen, weil man noch mehr mit dieser Diversität arbeiten kann und noch mehr verschiedene Pflanzen eigentlich hat, die ja dann wirklich wandern müssen in einem Permakultursystem, also in einem wirklich Gemüse, Obst, Beeren, Permakultursystem mit vielen mehrjährigen Pflanzen, wo wirklich diese Diversität sehr wichtig ist. Wir haben einen Gewinn jetzt da, eben ist jetzt kommt ja auf die Fläche drauf an, knapp 3.000 Franken, wir haben gut 100 Arbeitsstunden, gibt dann einen Stundenlohn von 28 Franken, was sehr gut ist, hä? Und wir haben das sauber gemacht, ist also nicht, ich habe dann auch, also musste schon, ich bin nochmal durchgegangen, alles, habe mir nochmal überlegt, weil es eigentlich zu gut ist von meiner Seite, also von meinem Gefühl, 28 Franken Stundenlohn, da sind auch alle Ressourcen, die genutzt wurden, Traktorstunden und so weiter, ist alles schon abgezogen, hä? Dann aber, was natürlich wichtig ist, Erstellungskosten sind hier nicht berücksichtigt. Also wir haben etwa 7.300 Franken Kosten für Material und etwa 230 Arbeitsstunden. Kann man gut insgesamt noch einmal mit 13.000 Franken rechnen. Wenn man das jetzt
noch sagen will, man will auf 20 Jahre das abschreiben, diese 13.000 Franken, dann kommt man ungefähr auf einen Stundenlohn von 22 Franken, also man ist dann ein bisschen tiefer. Und was ganz wichtig ist, und das war ein Fehler von mir, ich habe die Beobachtungszeit nicht aufgezeichnet, weil ich dachte, ja, das ist ja noch cool. So beobachten ist ja nicht Arbeit. Und für einen Betrieb nachher, aber wenn man skalieren will, ist natürlich die Beobachtung, das System analysieren, schauen, was funktioniert, was nicht, das ist auch Arbeitszeit. Deswegen, das muss ganz klar rein. Und auch die Büroarbeit, die ist nicht riesig gewesen, aber auch die habe ich nicht aufgezeichnet. Also das zwei Verbesserungs für das nächste Jahr, für das folgende Jahr, will ich das auf jeden Fall ändern. Aber grundsätzlich für mich positives Resultat. Ich bin gespannt, wie die nächsten Jahre sind, auf jeden Fall. Gut, dann Erfolgsfaktoren Permakultur in der Landwirtschaft. Das habe ich nur ganz grob gemacht. Ich denke, das ist auch nicht vollständig. Für mich einfach, ich habe mir dann plötzlich überlegt, ja, was ist eigentlich wichtig für mich, Permakultur in der Landwirtschaft, was ist zentral, was ist wichtig? Und für mich ist sicher wichtig eben diese maßvolle Produktionsintensität. Das ist einfach, ich glaube nicht, ich gebe ja Unterricht, oder habe ich mit den Schülern ein System analysiert in Neuseeland. Ein Weizenproduzent, der hat, ich glaube, 170 Dezitonnen Ertrag pro Hektar, also so ein extrem Flüssigdünger und irgendwie 6 Fungizide einsetzt und x Insektizid, 4-mal Heimverkürzer, extrem hohes Düngungsniveau oder so. Und das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber das habe ich mal analysiert in der Schule und ich glaube schon nicht daran, dass man immer ans Maximum gehen muss. Ich denke wirklich, es ist maßvoll, ist wichtig. Ich denke da in der Schweiz an integrierte Produktion, IP oder an Biobetriebe. Ich denke, das ist wichtig, dass wir da wirklich maßvoll sind. Dann eben aber wiederum diese intensive Nutzung der Fläche, des Wassers, das wir einsetzen, den Nährstoffen, die wir einsetzen, also dass wir da das wirklich versuchen, voll auszunutzen. Super, natürlich passt perfekt zusammen mit den Vorträgen vorher. Agrarökologie und Bodenbiologie unterstützen, Eingriffe in den Boden und Ökosystem verringern, also keine allzu intensiven Bodenbearbeitungsverfahren, Ökosysteme schonen, Pflanzenschutzmittel verringern. Und dann aber ist mir auch sehr wichtig, die Direktvermarktung oder zumindest die kurzen Lieferketten. Auch einfach da, dass man die Wertschätzung bei den Konsumenten erhöhen kann und auch die Wertschöpfung in der Region behalten. Jetzt habe ich schon auch wieder ein bisschen fast überzogen. Ich mache das relativ schnell. Ich habe hier ein ganz aktuelles Projekt, sind wir gerade jetzt dran, ein Agroforstsystem bei uns im Dorf. Das ist ein Landwirt aus dem Dorf, ein Besitzer, ein Verpächter aus dem Dorf und ich sind zusammengesessen und wollten ein gutes Projekt machen. Das war vor allem vom Verpächter aus. Es hat sich schon wieder geändert, also wir werden die Bäume anders anordnen und so. Also wir haben hier eine Hecke, dann ein Agroforstsystem mit Apfel-, Kirschbäumen und Birnen. Und dann eine Fruchtfolgefläche, ganz einfache Fruchtfolge mit Weizen, Kartoffeln, Dinkel und wahrscheinlich eine Rotationsbrache. Und dann ist die Idee, all diese Produkte, da maßvolle Produktionsintensität, das ist ein IP-Betrieb, den wir da haben, ist die Idee, all diese Produkte im Dorf zu vermarkten. Wir haben in der Region eine Mühle, da können wir das Getreide mahlen. Kartoffeln wollen wir im Dorf über einen Dorfladen und eine landwirtschaftliche Genossenschaft vermarkten. Und ich glaube an diese kurzen Kreisläufe, an diese Vermarktung in der Region, Konsument wirklich näher an die Produktion heranbringen, weil es wird ja immer wieder gesagt, wir müssen mehr produzieren, wir sind mehr Leute auf der Welt und ich glaube, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ich glaube auch Food Waste zum Beispiel, gerade bei den Kartoffeln, wie viel da weggeschmissen wird. Und da kann man natürlich mit einer direkten Vermarktung den Food Waste extrem reduzieren. Auch sonst eben dann wirklich vielleicht eben tatsächlich ein bisschen weniger Fleisch und so weiter. Also ich glaube, dass man da regional, dass es da Lösungen gibt, die nicht halt sind, möglichst viel produzieren für all die vielen Leute, die da sind und Hunger haben, sondern ich glaube an diese kleinen Lösungen im Dorf, in der Region, zumindest für solche Produkte hier. Gut, noch kurz zum Flächencode. Das ist ein Code neu vom BLW, sehr cool vom BLW, dass sie das gemacht haben. Es gibt diesen Flächencode für Permakultur.
Der ist definiert als kleinräumige Mischung verschiedener Kulturen mit mehr als 50% Spezialkulturen. Also wir haben da einen Spezialkulturencode, gibt auch entsprechend Direktzahlungen für Biobetriebe insbesondere. Ist aber wichtig, ist mir ganz wichtig hier zu sagen, wir haben jetzt viel über Permakultur gehört und das ist einfach ein Permakulturelement, oder? Viel Gemüse, viel Obst vielleicht, eben dieser Spezialkulturenbereich ist sehr schön, kann man das brauchen. Aber ist eigentlich nur ein Element oder nur ein kleiner Teil der Permakultur, den man hier anmelden kann. Ist übrigens falsch hier, das wollte ich noch korrigieren, nicht Biobetriebe, gibt nicht keine Direktzahlungen, Versorgungssicherheitsbeiträge, Hangbeiträge und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auch für Nicht-Biobetriebe, da Direktzahlungen zu bekommen. Ganz wichtig auch, es gibt viel SAK. In der Schweiz brauchen wir ja Standardarbeitskräfte, damit man Direktzahlungen überhaupt bekommt. Das heißt, es ist für kleine Betriebe sehr interessant, dass sie da diese Permakultur anmelden können und sich dann schneller für Direktzahlungen qualifizieren. Dann noch ein Schlusswort. Für mich, Permakultur hat ein ganz großes Potenzial in der Schweizer Landwirtschaft. Eben vor allem im Bereich der Strukturelemente, der sozusagen Strukturierung der Landwirtschaft mit mehrjährigen Kulturen. Dann eben Permakultur wirklich als Instrument. Ich möchte da auch sehr darauf hinweisen, ich finde nicht, dass es irgendwelche dogmatischen Vorstellungen braucht, dass es da irgendwelche Regeln braucht, sondern wirklich Permakultur ist ein Instrument. Jeder darf es nutzen. Und jeder darf für seinen Betrieb das Richtige finden. Dann die Zusammenarbeit fördern, da denke ich auch sehr, obwohl das läuft im Moment sehr gut, es könnte noch mehr sein, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bewegungen, regenerative Landwirtschaft, Agroforst, Permakultur, da ist immer mehr Austausch vorhanden und ich begrüße das sehr, ich finde das sehr wichtig. Und dann insbesondere für alle Landwirte, die jetzt zuhören, ich wünsche euch wirklich, dass ihr auch etwas Neues wagt, dass ihr mal etwas ausprobiert und eben, dass ihr wirklich für euren Betrieb die richtige Lösung findet. Weil eben, ich denke, das ist für jeden Betrieb anders, jeder Betrieb ist anders, aber dass man sich da wirklich aktiv Gedanken macht und aktiv seinen Betrieb gestaltet. Und weil das ist die große Gnade als Landwirt, dass man das kann, dass man diese Möglichkeit hat. Okay, dann wäre ich fertig. Möchte mich auch bedanken und auch bin gerne auch noch offen für Fragen, wenn ihr noch mögt und wenn noch Fragen da sind. Danke. Vielen Dank, Dario, für diese Ausführungen. Sehr spannend und auch ergänzend zu all dem, was wir vorhin gehört haben. Eine kleine Frage habe ich. Die Permakultur oder die Protagonistinnen und Protagonisten der Permakultur, ist da die Offenheit für Mechanisierung oder Digitalisierung da? Oder kannst du uns dazu etwas sagen? Also wenn wir über Ökonomie sprechen, in Waldgärten beispielsweise, wie können wir dort eine Rentabilität herstellen, ohne Maschinen und mit Maschinen oder mit oder ohne Digitalisierung. Ja, ich denke, da gibt es, ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, die Offenheit ist durchaus da in großen Teilen. Und ich denke, dass die Permakultur war halt schon eben lange doch halt im Privatgartenbereich oder und man kann sich halt schon ja, nicht nur von Gemüse, oder ja, man kann schon, aber viele ernähren sich nicht nur von Gemüse und Früchten oder. Und ich denke dann gerade, wenn wir im Bereich auch Getreideproduktion und so weiter sind, ist es einfach auch nötig, da wirklich Maschinen zu nutzen. Die Frage ist dann noch, was für Maschinen und vor allem mit was sind diese Maschinen angetrieben, oder? Also ich denke, da, also eben, ich bin auch sehr, wie sagt man, ich fand das sehr gut, was Friedrich Wenz gesagt hat, mit diesen Preisen jetzt für Getreide und vor allem für Diesel, also was das auf die Landwirte jetzt bedeuten wird. Und ich denke schon da, auch da, es gibt dogmatische Vorstellungen, es gibt, ich habe immer wieder zu tun, ich habe viel zu tun mit Permakulturleuten und dann sagen sie ja, man kann doch nicht zum Beispiel einen Plastikteich machen. Und ich habe diesen Teich gekriegt von einem Freund, oder ich habe den nicht gekauft, aber ich habe dann gedacht, ja, was mache ich jetzt mit dem, soll ich ihn wegschmeißen? Nein, ich mache jetzt hier noch einen Teich mit dieser Hülle. Und es gibt da sehr dogmatisch eben Leute, die sagen, so und so muss man es machen, sonst ist es nicht gut. Und es gibt aber sehr viele, die da auch sehr offen sind und wo es wirklich mehr einfach darum geht, versuchen, in diese Richtung zu arbeiten. Eben schon, kein Müll, versuchen, oder versuchen ohne
gewisse Flächen ohne Maschinen oder eben wenn dann die Maschinen vielleicht irgendwie mit anderen Antriebsmitteln betreiben. Aber ich denke schon, dass da insbesondere in der Bewegung Permakultur-Landwirtschaft, die ja auch mittlerweile doch vorhanden ist, auch an der Havel, und dass da durchaus die Offenheit da ist, auch für neue Technologien. Wir haben noch zwei Fragen aus dem Chat. Thomas fragt, ob man die Berglandwirtschaft in der Zone 4 mit Alpbetrieb als Permakultur bezeichnen könnte. Ich denke auf jeden Fall. Also für mich ist, also allgemein, für mich ist sowieso diese Flächen, ja doch, ich finde, man könnte es gut so sagen, dass wir da in der Zone 4 sind und dass wir da permakulturell bewirtschaften, weil wir ja einerseits eben oft sehr viele Strukturelemente haben. Also ich bin immer wieder erstaunt zum Teil, wenn man da in Jura auf die schönen Flächen geht und so, dass da doch eine gute, schöne Biodiversität vorhanden ist. Und eben natürlich diese permanente Bewirtschaftung. Also da gibt es wenig ökologische Auswirkungen, wenig Nährstoffauswaschung, wenig Erosion durch diese ständige Bedeckung. Und so gesehen würde ich klar sagen, ja, das ist für mich ein Permakulturelement. Ja. Deckt sich aber wahrscheinlich nicht unbedingt mit dem Flächencode für Permakultur, nehme ich jetzt mal an. Genau, das ist dann wieder eine Auslegungsfrage. Ja. Genau, da sind wir dran. Ah, das habe ich vergessen zu sagen. Ich bin im Rahmen auch vom Studium alle Betriebe, alle Permakulturbetriebe abgelaufen im Kanton Bern, also nicht abgelaufen, aber vorbeigegangen, Bern, Solothurn und Fribourg, und konnte das ein bisschen anschauen. Und ja, das ist im Moment die Frage, ja, was ist mit einem Permakultur, eigentlich wäre es schön, man könnte einen Betrieb als Permakultur anmelden. Und das kann man im Moment noch nicht. Im Moment ist es wirklich, es muss Spezialkulturen enthalten. Und unsere Vision ist ein bisschen da, auch mit Hans Ramseier bin ich da ein bisschen dran, dass wir da versuchen, vielleicht eine Maßnahme langfristig zu generieren, die man dann legen kann über verschiedenste Flächen, eine Permakulturmaßnahme, die dann eben vielleicht zum Beispiel gewisse Strukturelemente voraussetzt oder so, dass man dann auch eine Ackerfläche, auch eine Berglandwirtschaftszone als Permakultur bewirtschaften könnte. Aber das ist noch ein Weg bis dahin. Ich habe noch eine Frage von Piera. Wegen der Wirtschaftlichkeitsanalyse, ist der Ertrag zu konventionellen normalen Preisen oder mit Label, Abhof etc. zu höheren Preisen genommen? Mhm. Und dann die Anschlussfrage ist, ob die Direktzahlungen mit eingerechnet sind. Mhm. Direktzahlungen nein, und zwar wir sind eine landwirtschaftliche Genossenschaft, wir bekommen keine Direktzahlung, deswegen habe ich das auch nicht eingerechnet, aber stimmt, eine gute Frage, müsste man dann wiederum eigentlich machen für einen anderen Betrieb. Preise habe ich so gemacht, dass ich habe sie gerüstet, das ist alles drin, und dann bis an die Tür vom Verkaufsladen und so, und dann da die Kilo gewogen, und dann habe ich genommen die Biopreise von BioSwiss, die empfohlenen Direktvermarktungsbiopreise. Das heißt, einerseits denke ich, man könnte vielleicht, wenn man sagt, ich mache das permakulturell, könnte man vielleicht noch ein bisschen einen höheren Preis lösen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn jetzt etwas im Verkauf nicht verkauft werden kann und kaputt geht, ist das wiederum nicht berücksichtigt. Also ja, das ist die Systemgrenze, genau. Dass ich einfach gesagt habe, ab da für Biopreise, Direktvermarktung von BioSwiss und aber Verlust im Verkauf nicht mit eingerechnet. Vielen Dank, Dario, für diese Ausführungen. Jetzt möchte ich noch eine letzte Frage zulassen, wenn aus der Runde eine Frage an, ich glaube, Friedrich und Adrian sind auch noch da. Wenn noch eine Frage da ist, kann man sie jetzt stellen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Also, ich habe mich sehr gefreut über diesen Morgen. Herzlichen Dank an Dario, an Adrian und an Friedrich fürs Mitwirken. Das war top spannend. Wir machen jetzt Schluss für diesen Morgen. Heute Nachmittag geht es eben, wie gesagt, weiter mit der Preisverleihung. Auch dort haben wir zwei ganz spannende Input-Referate, und wir werden dann unsere Siegerinnen und Sieger bekannt geben, die den Preis gewonnen haben. Einerseits den Prix Klima, andererseits den Publikumspreis. Ja, es geht um 14 Uhr weiter auf, der Anlass wird gestreamt auf priklima.ch. Ich würde mich freuen, wenn wir euch dort begrüßen dürften. Und damit kommen wir zum Ende. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen guten
einen guten, schönen Frühling und einen guten Start in die klimafreundliche Landwirtschaft. Danke. Auf Wiedersehen zusammen und auf bald. Ja. Tschüss. Tschüss.